Hallo und herzlich willkommen, liebe Nachbarskinder! Hier ist er wieder, der alte Onkel Kreis, der perverse alte Nachbarsjunge, der schaut euch in die Schlafzimmer, also nehmt euch in Acht! So Umzug ist sehr anstrengend. Vor allen Dingen allein mit einer Kiste auf dem Dach. Viel habe ich nicht mehr. Alles verloren. Nur noch diese wahnsinnig kompliziert lange Liste, auf der so viele Dinge stehen, dass man sie sich nicht merken kann und aufschreiben muss. Die Sonne geht unter. Naja, aber mit Western kennen wir uns nicht aus. Ich kenne jemanden, der bumst gerne in Cowboy-Stiefeln, aber damit kenne ich mich auch nicht aus. Da müsste Keystraw fragen. So, wir haben die Tür aufgemacht, wir ziehen erstmal ein. Ach, ja. Hier hat Keys vorher drin gewohnt. Okay, hier hat sich einiges geändert in dem Spiel. Er hat mich gesehen, oder? Hat er mich gesehen? Was soll ich tun? Was soll ich tun? Kaffeetasse! Alter, der kommt raus! Ey, du bist krank! Lassen Sie mich in Ruhe! Personal Space, bleiben Sie auf Ihrem Grundstück! Ja, das hier ist mein Grundstück! Ich rufe die Polizei! Hallo, Badewanne? Weg! Hallo, Personal Space! Personal Space! Ja, von meinem Grundstück hast du Angst, ne? Warum macht er jetzt einfach mitten auf dem Dings Fitnessübung? Was für ein kranker Typ! So, ich mache jetzt, der Insider-Informationen haue ich jetzt raus, genau so macht Keystraw das auch, im Garten, aber nackt, morgens. Und er hat nichts dagegen, wenn die Nachbarn es sehen. Okay, ich glaube, er war irgendwo in der Nähe. Aber, was ist das für ein Geräusch? Bin ich das? Atme ich so? Oder kackt der Typ gerade? Okay, ich habe in seinen Schrank geschissen. Du weißt nicht, wo ich bin? Du weißt nicht, wo ich bin? Du weißt nicht, wo ich bin? Nein, ich bin hier nicht. Ich bringe ihn durcheinander. Ich wollte eine Kalenderseite abreißen. Was ist das hier? Was ist das hier, eine Bong? Okay. Ein Drogensüchtiger, ich hab's geahnt. Wir müssen die Nachbarschaftswache alarmieren. Warte, das muss ich aber... Hallo? Ja, guck du nur. Ich hab keine Angst. Wir haben alle keine Angst. Nur weil du ein Mustache trägst, der ist schon ziemlich imponierend, aber der macht mir keine Angst. Was, hat er mir den Mittelfinger gezeigt? Kommt, Kinder, wir lernen jetzt das Alphabet. Apple, B, Car, C. Ey, der hat da eine Bärenfalle hingestellt. Klock! Tja, er hängt in der Tür fest, er kann nichts mehr tun. Ins Gesicht, ha, ins Auge, haha! Was willst du tun, hä? Ein bisschen zum Spiel erzählen. So, der Sinn des Spiels ist eigentlich Trial and Error. Nur, dass dieses Trial and Error, Siegfried und Roy, guck mal, er macht die schwebende Frau. Die schwebende Frau. Alter Schwede. Wer geht weg? Pass mal auf, was ich jetzt mache. Leg dich nicht mit mir an. Natürlich sofort diese Klinke runterdrücken, weil er denkt, hinter dieser Tür ist extrem guter Loot. Oh, Entschuldigung. Tut mir leid. Weil ich Angst habe und einsam bin. Und das ist natürlich eine praktische Tür. Hier hat sich der Architekt richtig was bei gedacht. Naja, aber manche Leute wollen das. Bau mir eine Tür dahin. Aber das ist doch... Bau mir die Tür dahin. Das ist doch Schwachsinn. Frag doch nicht so blöde Sachen. Ich will diese Tür. Frag nicht wofür. Haha, es reimt sich. Krass. Alpha Kevin ist wieder am Start. Oh, Spritzgarten. Da oben ist Licht an. Ob er da oben drin ist und masturbiert? Jetzt geklopft. Hallo? Alter, hier ist ein Haufen... Was macht der mit dem ganzen Kleber? Ich glaube, der Typ hat ein Suchtproblem. Okay, wo ist er? Nein, ich... Ach, jetzt hat er da Kameras angebracht oder was? Und was hat er gemacht? Er hat mich angespritzt! Er spritzt mich an! Alter Schwede! Nein! Geh weg! Ich blende dich! Ah, no, Mustache! Ah, Da! Polizei!
Er hat seine DNA, er verteilt seine DNA in meinem Garten. Aber wir lassen uns davon nicht unterkriegen, fassen uns in den Schritt, sortieren linkes Bällchen links, rechtes Bällchen rechts. Ja, niemals vertauschen, niemals vertauschen. Ein Hodenknoten ist das Schlimmste, was euch passieren kann. Okay, was ist da eine Bong? In der Küche. Oder was ist das hier? Oh, China Food. Hallo, schönen guten Tag. Hallo, ich liefere Essen. Hallo. Essen liefern. Essen liefern. Chicken. Chicken. Relativ positiv gestimmt sind. Wo ist er denn? Jetzt kommt er doch schon, oder was? Hallo. Wo denn? Wo ist er denn? Ach, da hinten. Oh nein. Er hat mich mit seiner DNS beworfen. Ich will nicht. Ich hab einen Sperma am Fuß. Vor allen Dingen eins. Seht, wie er läuft. Hä? Los, komm her. Bäm. In dein Gesicht. Ach, der Apfel interessiert dich jetzt nicht, oder was? Krieg einen kalten Schulterblick. Schön, schön. Okay, okay. Toaster, Toaster. Da ist ein Hebel. Da ist ein Hebel. Und was ist das da? Oh nein. Nein, ich wollte zoomen. Meine Teil. Oh nein. Wieso? Ich will meine Taschenlampe wieder haben. Oh oh. Lass mich! Lass mich! Ich hau ab! Oh nein, ich gehe hier nach oben! Apfel! Apfel! Ey, Junge. Ich hab nix gemacht! Ich hab nur hier vorne den Garten geschissen, oder? Nein, er will mich von hinten anfassen! Ich hab seine Brusthaare gesehen! Ich glaube, eins klemmt noch zwischen meinen Schneidezähnen! Ich hoffe, er ist irgendwo in seinem Masturbierzimmer und masturbiert oder so. Jeder sollte ein eigenes Masturbierzimmer haben. Hier sind Pfeile nach oben auf der Tapete. Und hier... Ach so, das sind Blumen. Das sah aus wie ein Pfeil nach oben. Leck mich doch in der Tasche. Hier ist die Grenze. Hier ist die Grenze. Sie dürfen nicht auf mein Grundstück. Ich habe jetzt nicht meine Taschenlampe weggeworfen. Geh doch weg. Lass meine Taschenlampe da. Wenn du die Taschenlampe anfasst, der guckt die schon so an. Der guckt die schon so an. Junge, du willst gar nicht wissen, wo die Taschenlampe schon gewesen ist. Ha! Da ist deine Mutter noch längst nicht das Schlimmste, wo sie drin war. Hallo, ich gucke hier nur in meinem Auto, ja? Haben Sie vielleicht zufällig einen 26er Schlüssel? Was ist das eigentlich für eine Felge, Junge? Die spiegelt ja, kann ich meine Eier drin sehen. Ich wusste es. Oh nein, lass mich in Ruhe, fass mich nicht an. Hilfe, Hilfe. Es ist so dunkel, es ist so dunkel. Aber... ich will nicht, dass er mich erwischt. Nein! Oh, habt ihr gesehen, wo sein Kopf war? Der war doch an meinen Nüssen. Die Sau. Alter. Ich rufe die Polizei an. Ich wurde vergewaltigt. Ich wurde sexuell... Das war Sexual Harassment. Hallo? Polizei? Polizei? Ja? Ja, ich habe Beweise. Ja, natürlich habe ich Beweise. Ein Teil meiner Schambehaarung klebt auf der Brust meines Nachbarn fest. Ja, ist doch okay. Bitte gehen Sie rein. Ich möchte nicht beobachtet werden, wenn ich in meinem Garten stehe und masturbiere. Okay, er ist weg. Das kann er sich nicht mehr antun. Komm ich jetzt da rein? Ich komme da nicht rein. Da ist ein Loch, aber ich komme nicht rein. Was soll das? Was soll das? Mach mich nicht unglücklich. Ich ja da nicht rum, ne? Also gehe ich jetzt hier eiskalt in seinen Garten und wie immer kacke ich hier vor diesen Holzbalken kurz. Oh. Aber ich habe kein Papier dabei, aber das ist nicht schlimm. Oh, scheiße, das hat er gesehen. Das hat er gerochen. Ah, wäre ich einfach mal zum Magneten. Nein, oh Gott, ich klebe fest. So. Aha. Hä? Willst du mal mein Spermium probieren? Da. Oh, ins Gesicht, haha. Ins Gesicht. Gemein ist ja auch, ne, dass wenn er mich jetzt von draußen sieht, ne, macht er einfach sein Fenster kaputt. Das ist schon ein bisschen fies eigentlich. Das grenzt schon an leichtem, naja, ich will nicht sagen Terrorismus, aber das hier, das ist Terrorismus. Guck mal, er geht wieder nach oben. Nicht bewegen.
Nicht bewegen. Er kann mich gar nicht sehen. Ich bin nur ein Baum. Wir sind eine Pflanze. Ich bin ein Baum. Ein Baum. Ein Baum, der laufen kann. Leute! Leute! Leute, ich raste aus! Ich drehe durch. Ich drehe durch. So, Kiste! Leg dich doch mal vernünftig dahin. Leg dich doch mal vernünftig einfach dahin. So. Hallo, Kiste! Wenn du... Ich dreh total am Rad! Haha! Ja, scheint viel Sport zu treiben. Ich sag jetzt nicht, woran ich das erkenne. Aber nun wird die Musik irgendwie wieder schrecklich. Und deswegen verlasse ich das Spiel so schnell es geht. Und bedanke mich recht herzlich, dass ihr dabei gewesen seid. In der wunderschönen Alpha 3. Wir, Freunde, sehen uns beim nächsten Mal. Fasst euch nicht so oft in den Teambereich. Vor allen Dingen nicht gegenseitig. Davon kriegt man Pickel. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Reingehauen.